Es gibt Fisch. Ich habe mich für ein Rotbarschfilet entschieden. Sehr guter Eiweißträger. Glücklicherweise wiegt das schon 150 Gramm, weil 150 Gramm auch die perfekte Menge ist, die man essen sollte, wenn man Fisch isst. Wir machen daraus heute einen Butterrotbarsch. Dafür brauchen wir Limette, Salbei, Chili, einfach um ein bisschen Schärfe zu bekommen, Knoblauch und auch wieder ein bisschen Ingwer. Und wie der Name schon sagt, Butterfisch, eine gute Menge Butter. Wir wollen nachher auch wirklich, dass der Fisch in der Butter schwimmt. Einfach, dass er das Aroma annimmt und wir die ganzen Sachen, die wir dazu machen, wie die Limettenschale und der Chili, nicht mitessen müssen, aber dass der Geschmack einfach in den Fisch übergeht. Dafür muss die Butter flüssig werden und dann können auch schon direkt die Chilischote, angedrückter Knoblauch, kein geschnittener, soll ja nur die ätherischen Öle raus, Ingwer, eine gute Scheibe und Limettenschale. Aber ruhig ein bisschen großzügiger. Fisch tut ja Säure und speziell Zitrone oder Limette einfach immer gut. Es riecht auf jeden Fall fabelhaft. Jetzt geben wir unser Rotbarschfilet rein und lassen das richtig in der Butter schwimmen und bei ein bisschen niedriger Temperatur ganz langsam ziehen, so für 2-3 Minuten von jeder Seite. Ein guter Tipp noch, wenn man Angst hat, dass die Butter zu schnell braun wird, man macht einfach einen kleinen Schluck Öl noch dabei. Das verhindert einfach, dass die Butter schwarz wird. Jetzt lassen wir ihn schön langsam in der Butter schwimmen und geben immer wieder was von der Butter oben drüber. So, die letzte Minute machen wir jetzt noch die Salbeiblätter dazu. Bei der Menge so 3-4 Blätter. Wie gesagt, werden nachher ja nicht mitgegessen. So, die Aromen sind richtig schön in den Fisch gezogen. Man sieht auch, die Butter schäumt richtig schön. Und jetzt sind wir eigentlich schon so weit, dass wir anrichten können. Fisch vorsichtig raus und beträufeln noch 2-3 Löffel oben drüber. Zum Finale machen wir noch ein schönes Blatt Salbei oben drauf. Fertig ist unser Rotbarsch. Mhm.